In der heutigen Folge von ARK Primal 4 bin ich komplett eskaliert und habe auf Empfehlung meines Livestream-Chats sämtliche Mods, die zu Primal 4 dazugehören, hinzugefügt. Es ist komplett ausgeartet und ich habe Kreaturen gesehen, von denen ich niemals gedacht hätte, dass es sie überhaupt gibt. Zusätzlich ist es mir gelungen, einen extrem großen und starken Moshops zu zähmen und viele weitere wichtige Kreaturen. Also macht euch bereit für eine der heftigsten und progressreichsten Folgen ARK Primal 4. Viel Spaß! Ich habe schon so ein bisschen reingegrindet und komme jetzt mittlerweile echt gut klar. Und ich hätte nicht gedacht, dass unser Rudolf hier so stark ist, wie er aktuell ist. Das ist ja komplett geisteskrank. Oh, wir haben sogar einen Tame Helper bekommen. Ich habe nämlich hier eine Mastercraft Alpha Flak Chest Plate gefunden. Für die brauchen wir 68 Alpha Blatt. Den Hide habe ich schon zusammen. Fasern und Metall sollte auch gar kein Problem sein. Ja, okay, Metall haben wir auch mittlerweile nicht mehr ganz so viel. Also das heißt, da muss ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was ranholen. Dann habe ich noch eine bessere Armbrust gefunden. Die lege ich mal hier rein. Ja, und wir werden jetzt mit dem Rudolf schön durch die Gegend fliegen und werden hier die ein oder anderen Alpha-Viecher jagen. Das funktioniert ziemlich gut. Oh, mit dem lege ich mich nicht an. Der hat 12,4 Millionen Leben. Den locke ich aber mal was von meiner Base weg. Okay, dann gucken wir mal, ob wir noch weiter Alpha-Viecher finden. Ich brauche ein bisschen Blut von denen. Die hier sind ganz gut zum Töten in der Alpha-Version. Da kriegt man auch richtig schön Blut bei denen raus. Ich hoffe nur, dass der jetzt nicht seine ganze Familie da hinten gleich pullt. Bronto, Alpha-Bronto. Der hat 19.000 Leben. Jetzt sind beide aggro, aber kriegen beide auch Damage. Das heißt, ich hau jetzt hier beide parallel kaputt. So, der ist auch down. Ah, der will auch nichts geben, so wie es aussieht. Doch, 12 haben wir bekommen. Sehr schön. Haben wir schon wieder 28 Blut, das ist geil. So, dann legen wir den als nächstes hier. Du kannst einfach hier aus der Luft heraus die Angreifer, also den Rudolf zu holen, das war schon wirklich, das war schon eine sehr gute Entscheidung. So, haben wir den auch gelegt. Ah, der hat mir gar nichts gegeben. Das ist natürlich sehr schade, ne? Macht den Jita ein bisschen traurig, dass er hier nichts rauskriegt an Alpha-Blut. Wir nehmen das Fleisch und alles mit. Ich spür's schon. Der wird mein Alpha-Blut dabei haben. So. Ja, rohes Filet. Na, schade. Der hat mir gar kein Blut gegeben, aber ich habe das Ei mitgenommen. Da müssen wir weiter gucken. Hier haben wir einen normalen. Das ist auch ein normaler. Hier sind überall Ovis. Ist auch wieder ein normaler. Heiliger Strohsack. Alpha Indominus Rex. Level 170. Not tameable. Und ich habe davon zwei Stück vor meiner Base rumlaufen. What the hell? Was passiert hier? Der Boss ist da unten einfach am Rumlaufen. Der nimmt hier einfach alles auseinander. Und mir ist kalt. Ich muss hier ganz schnell raus. Ey, ich habe so Angst in dieser Mod, mich irgendwo hinzubewegen. Wir bringen jetzt auf jeden Fall erstmal den ganzen Stuff hier in die Base. Ich habe da gar keinen Bock drauf gerade. So, zack. Dann hole ich jetzt erstmal ordentlich Stein ran. Richtig, richtig viel. Dann können wir die Base weiter ausbauen. Das ist ja komplett geisteskrank. Warum laufen hier die Bosse ganz normal rum? Das ist bestimmt wegen der Boss-Mod, ne? Und wenn man überlegt, die sind ja, glaube ich, anscheinend noch nicht mal das Schlimmste, was hier rumläuft. Da ist schon wieder eine Brutmutter. Also ich glaube, ich kann mir schon mal direkt merken, Wüste wird erstmal so schnell gar nichts für mich. Was brennt da? Dämonik? Ja, okay, da lege ich mich gar nicht erst mit an. 103 Millionen Leben. Das ist doch nicht normal. Okay, hier sind überall die Drachen unterwegs. Hier sind überall Pflanzenfresser. Apex, Giga. Ich raff's alles nicht. Was war das hier für ein Pferd? Okay, kann ich jetzt gerade leider nicht sehen. Okay, wir haben jetzt sogar noch eine Primitive-Version gefunden von der Rüstung, aber da habe ich ja eine viel, viel bessere, ne? Ah, okay, das ist die LSD-Version. So, dann gehen wir mal weiter. Demonic Thorny Dragon. Ich bin da mal ganz vorsichtig jetzt lieber. Okay, Leute, wenn ihr gedacht habt, die volle Action geht hier schon in Primal 4, dann habt ihr euch gewaltig geirrt. Denn gleich geht's richtig ab. Wir haben jetzt einfach alle Add-ons, die es gibt, reingeballert. Was das Zeug hält. Ja, es sind sogar noch unofficial Expansions drin. Es kann sein, dass gleich alles komplett am Eskalieren ist auf der Karte. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ich hoffe, dass mein Rudolf zumindest ein paar Minuten durchhält. Und wir werden jetzt gleich wieder reingehen und uns das Ganze mal anschauen. Ich habe gar keine Ahnung, was hier gleich abgehen wird. Okay, da sind die. Ich denke mal, das wird jetzt mit der Zeit erst passieren, dass hier immer schlimmere Versionen und so kommen. Weil die müssen natürlich alle nachspawnen. Oh, hier haben wir aber wieder einen Alpha. Den werde ich mir gönnen.
Sehr schön. Vielleicht kriege ich von dem nochmal 8 Blut. Oh, ganz entspannt haben wir den gelegt. Let's go. Bam. Da machen wir uns jetzt erstmal direkt auf den Weg zurück zur Base. Diplodoculus-Sattel? In einer roten Version? Ist das... Was ist das denn? Krass, was habe ich hier gefunden? Okay, wir haben hier verschiedenste Rezepte. Also das können wir wegtun. Die genauso. Ja, die tue ich hier mal rüber. Da tue ich auch mal hier rein. Den Sattel tun wir auch mal so lange hier hin. So, dann haben wir hier das Blut. Genau. Zack. Geil. Ich habe einmal diese Alpha-Rüstung jetzt. Bam. Und die hat so viel Haltbarkeit und die gibt richtig gut Schutz gegen Unterkühlung. Bin ich sehr zufrieden mit, Leute. Sehr, sehr, sehr geil. Dann haben wir jetzt schon mal eine gute Rüstung am Start fürs Erste. Und ein Level-Up bin ich auch. Machen wir natürlich wieder in Laufgeschwindigkeit. Hatte ich nicht sogar noch hier eine gute Armbrust, die ich mir machen konnte, ja? Zack. So. Ich müsste eigentlich schauen, dass ich als Nächstes versuche, auf ein bisschen bessere Kreaturen und so zu kommen, ne? Da ist jetzt die Frage, soll ich jetzt mir so Sachen wie ein Dödi und so zähmen, um besser Materialien farmen zu können? Potent Narkotik, also das kriege ich auch so nebenbei gut gefarmt, ne? Ich glaube, ich hole jetzt erstmal ein paar Dodos ran, damit wir schon mal ein paar Eier produzieren können, weil die brauchen wir ja, glaube ich, ne? Das heißt also, ich pflück jetzt erstmal ein paar Beeren und dann fliegen wir schön am Strand entlang und dann werde ich erstmal ein paar weibliche Dodos ranholen. So, das sollte auch eigentlich dicke reichen. So, spätestens hier sollten wir eigentlich schon so ein bisschen Dodos finden. Gähnende Leere. Guck mal, hier haben wir Dodos. So, mal gucken. Das ist ein Männchen. Weibchen. Zack. Haben wir direkt betäubt, das Weibchen. Und das werde ich jetzt natürlich schön zähmen. Ich glaube, den Toxic-Dodo, den machen wir auch mal direkt platt. So, haben wir ein bisschen Toxikheit. Ah, die brauchen ein bisschen ihre Zeit, bis die gezähmt sind. Aber egal. Also, den ersten Dodo haben wir auf jeden Fall eingetütet. Ach, du heiliger Strohsack. Chaos, Dodo, Weiwan. 2,1 Millionen Leben. Abstand. Ich düse weg, ganz schnell mit Rudolf. So, ab hier müssten jetzt Dodos am Start sein. Oh, ein Alpha-Dilo. Zack. Und der wird natürlich abgebaut. Hat er irgendwas dabei gehabt? Crap. Oh, da ist ein Dodo. Schade. Ist nicht so interessant. Direkt auslöschen. Was haben wir hier? Weiblicher Dodo. So. Bam. Betäubt. Legen wir direkt hier die Dings rein. Haben wir hier noch ein Weibchen? Nee, männlich. Töten wir auch direkt. Ja, wir kümmern uns jetzt erstmal drum, den hier ranzuholen. Sehr schön. Da haben wir direkt den nächsten Dodo in meiner Sammlung. Da kommt ja noch einer angelaufen. So, zack, legt sich auch direkt hier hin. Splitten wir ein bisschen auf. Easy going. Jetzt haben wir auf jeden Fall gleich auch noch den zweiten hier. Ich bin aber mir gerade unsicher. Ich hau dem nochmal lieber eine Narkobeere rein. Nicht, dass die jetzt gleich hier aufsteht. Zack. Haben wir die auch am Stissel. Den Alpha werde ich jetzt hier aber noch wegklatschen. Der ist ja saunervig gewesen. Oh ja. Der hatte wieder ein paar von diesen Betäubungsfallen. Oh, und eine bessere Pike. Ja, geil. So, gucken wir mal. Haben wir hier wieder Weibchen? Ja, haben wir direkt. Da ist auch noch ein Weibchen. Die Weibchen sind hier am Stissel. Zack. Nee, die ist nicht tot. So, die Hälfte haue ich hier noch rein an Narkobären. Dann holen wir nämlich jetzt wieder zwei Stück ran. Hier auch noch die Hälfte rein. Und den Dilo mache ich eben platt, damit er die jetzt nicht attackt. So. Wait, da ist noch ein Klauer. Ein Elder-Klauer. Ich werde den Elder-Klauer töten. So. Seine Leiche liegt in der Luft. Sehr schön. Die nächsten zwei Dodos. So, jetzt haben wir insgesamt 4 Dodos. 5. Ich würde sagen, die bringe ich jetzt erstmal zurück. Ich glaube, weil die sollten schon mal ordentlich was auf die Kette kriegen. So, wir sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Wir bauen hier nämlich jetzt richtig schön fein die Base aus. Oh, und tun ja die ganzen alten Böden erstmal noch rausreißen. Bevor wir hier weiter anfangen, die ganze Höhle mit Stein-Foundations zuzupflastern. Also mein Plan ist, das alles hier, bis hier hinten, soll komplett mit Foundations sein. Und dann baue ich hier, glaube ich, 2 große Tore hin, als Sicherheit. Zack, 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 zack. Und es wird immer größer hier alles, von der Fläche her. So, ihr habt gesagt, ein Eldermore-Shop, der wäre schon ziemlich, ziemlich strong für den Anfang. Meint ihr, ich kriege den mit der lilanen Pike betäubt? Meint ihr, die macht genügend Betäubung, dass wir den damit gelegt kriegen und ich den zähmen kann? Dann würde ich nämlich jetzt sagen, dann machen wir uns als Nächstes auf den Weg. Dann suche ich einen richtig schönen, guten Eldermore-Shop und den zähmen wir dann einfach mal. Wow! Bitte! Hilfe!
Rudolf! Danke! Alter, die hat 500% Waffenschaden. Und hier haben wir noch eine Flinte, eine überragende. Holy moly! Hier haben wir so eine Tropeninsel. Oh, hier sind Ankylos. Alpha-Ankylo. Die werden doch zum Farmen, glaube ich, auch ziemlich strong sein, ne? Weil die ja von Haus aus mehr Damage machen. Würde ich jetzt nur zumindest denken. Ah, sehe ich aber gerade noch keinen Elder. Oh je. Da war ein ganz krasser Drache gerade hinter mir her. Der hat so schwarz-rot geleuchtet. Das ist ein normaler. Hier haben wir einen 60er Elder-Moshop. Digga, der hat mich einfach attackt. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt das hier mit. Das hier nehmen wir mit. Ja, und zur Sicherheit mal ein paar von den Berries noch. Macht das Sinn für den, dieses Mal 50-Ding zu benutzen? Ach, das ist der Leder-Stuff. Komm, ey, der hält sowieso nichts aus. Der geht durchgehend immer kaputt. Was sagt ihr, Chat? Soll ich dem das, hier, das 50er-Ding reinhauen? Für 30 Sekunden 50 Mal schneller wird sein Food reduziert. Guck mal, was das kostet, wenn ich das produzieren will. Ah, okay, alles klar. Boah, der hat viel Angriff, ne? Der scheint ja wirklich sehr strong zu sein. Geil, dann werden wir den jetzt zähmen. Das hat sich ja übelst gelohnt, das Vieh zu klatschen. Der hat ja übelst die Drops gegeben. Guckt euch das mal an, jetzt haben wir sogar mal 100 Food und so ein Kram. Ich habe einfach im Petri geklatscht und er hat mir den geilen Stuff gegeben. Die müssen viel mehr gefarmt werden. Ja, dem ballern wir jetzt das Zeug rein hier. Zack, pass mal auf. Dann hau ich dem hier das mal 100 Food rein. Das ist sogar mal 200. Zack. So, dann haben wir nochmal einen minus 50er gegeben hier. Guck, der ist jetzt schon bei der Hälfte. Den ballern wir auch noch rein hier. Ich glaube, ich muss gleich nur noch ein so ein Vieh suchen und dann kriege ich davon noch mehr als genug von diesem Taming-Helper. Da kann ich den mit fertig tamen. Also der foodet sich jetzt erstmal hoch. Aber der ist jetzt schon bei 72%. Ja komm, wir fliegen nochmal rum und dann gucke ich nochmal, ob ich so einen Petranodon finde. Der hat ja ordentlich geboostet. Guck mal, der braucht noch 15%. Caustic Parrot. Warte, ich will mit dem hier hingehen. So. Der fliegt aber die ganze Zeit so ganz weird im Kreis. Das ist ja saunervig. Der macht halt kaum Damage oder so. Er fliegt einfach nur richtig nervig in einem Kreis. Gott, der trifft mich ja nicht mal. Wow. Junge, da hat er aber jetzt gerade hier seinen Special-Angriff eingesetzt, ne? Hat er den gelootet? Hier liegt er. Der hat gar keine Loot-Tasche gegeben. Ich hatte ja gehofft, dass wir hier nochmal so einen Petranodon finden, so einen guten. So, zack. Bam. Wie viel Damage macht der? 1200. Ja, guck mal, wie der die Dings aussaugt hier. Oh ja, mit dem kann ich gut Bären ranholen. So, jetzt müssen wir den erstmal hier komplett leer räumen. Oh, was habe ich denn hier? Habe ich den so gefunden als Waffe? Krass, was ich alles für Stuff gefunden habe. So, dann räumen wir jetzt erstmal hier schön ordentlich alles ein. Ne, damit das Inventar auch wieder schön sortiert ist. Empty Advanced Dart Casing. Okay, keine Ahnung. Ich tue mal die ganzen Sachen, die von der Mod sind, immer hier schön rein. Damit ich auch ein bisschen besser zurechtkomme. Boah, was das alles für Materialien braucht. Jetzt weiß ich, was ihr mit Grind meintet, ne? Aber okay, kriegen wir hin. Let's go. Hier sind nochmal XP-Fläschchen. Hier haben wir noch Elemental Hide. Das kann hier rein. So, dann haben wir hier noch diese Food-Dinger. So, und den ganzen restlichen Baustuff, den packe ich jetzt erstmal so lange hier rein. Dann haben wir hier noch verschiedenste Munitionen. Fiber können wir auch noch hier reinpacken. Munition haben wir auch noch ein bisschen. Warte, die Munition, die packe ich noch hier rüber. Hat er reingepackt, ne? Ja. Das kommt hier rein. Und das so, pam. Haben wir schön aufgeräumt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns direkt mal mit unserem neuen Elder-Moshops hier auf den Weg. Und dann werden wir mal mit dem ein bisschen hier Stuff ranholen. Der legt sich gerne in die Beeren, um die zu fressen. Geil. So einen sollte ich doch easy mit dem weggeklatscht kriegen. Testen wir mal. Mampf. Die haut er einfach so aus dem Leben. Gar kein Problem für den. So, und die Beeren kriegen wir jetzt auch deutlich schneller gefarmt. Ich muss halt nur gucken, dass ich an die Samen komme. Da wäre natürlich, glaube ich, noch so ein Vieh, um Samen zu craften, also herzustellen, nicht verkehrt, weil ich kriege haufenweise Beeren. Wie kann das sein, dass so ein Riesenvieh nur so einen Haufen setzt? Das ist unmöglich, das kann niemals, das stimmt nicht. Dann haben wir jetzt den Stuff hier erstmal abgeladen, der ist auch wieder voll. Sehr geil. Okay, wir sind wieder drin, let's go. Dann gucken wir mal. Ich habe ja letztes Mal ordentlich auf die Nuss bekommen hier. Ja, ansonsten mal schauen, was so geht, ne. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger sein, vor allen Dingen Raptoren. Die können mich von dem runterwerfen.
Das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Ich gucke jetzt erstmal, dass wir auf jeden Fall hier ein bisschen vorankommen und dann müssen wir mal schauen, wie wir auf die ganzen Seeds und so kommen. Damit ich dann jetzt in Kürze anfangen kann, nach und nach mit meiner Dino-Zucht. Apropos Dino-Zucht, wir gucken, ob die Dodos ein paar Eier gelegt haben noch. Die können wir nämlich dann direkt aufsammeln. Ah, mal schauen. Ne, hier liegen aber keine Eier, ne? Okay, da müssen wir wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr Dodos je nachdem holen. So ein bisschen zu wenig. Also ich würde sagen, die nächste Mission, die ich erstmal habe jetzt, wäre irgendwie sowas wie ein Dödi oder so ranzuholen. Damit ich vielleicht schneller an Stein komme. Wobei, ich könnte auch überlegen, den Stein so zu farmen. Ich muss auf jeden Fall ein Gewächshaus bauen. Also wir werden nicht drum herum kommen, dass ich ein Gewächshaus bauen muss. So, und ich würde ganz gerne das Gewächshaus halt hier draußen bauen. Aber da muss ich halt auch jede Menge Stein ranholen. Was mache ich jetzt am besten als Step, um schnell an Stein zu kommen? Ob ich jetzt einen Dödi ranhole? Das Problem ist, ich habe auch keinen Agentavis. Mit einem Agentavis kann ich dann nochmal schneller ranholen, ne? Das würde heißen, ich müsste jetzt auch noch gucken, dass ich einen Agentavis kriege. Und ich weiß halt nicht, wo die ganzen Viecher hier auf der Map sind, ne? Das ist so eine Sache, da muss ich erstmal rausfinden, wo ich jetzt die ganzen Kreaturen, die ich eigentlich haben will, wo ich die auch finde. Ich muss sagen, das ist echt chillig, ne? Das geht sehr schnell. Also einfach mit der Lanze hier die Dinos betäuben, zack, liegen die und dann kannst du die tamen. So, der futtert sich jetzt hier wieder voll. Der ist jetzt schon bei 50% und er muss ja auch noch ordentlich was futtern. Ja, wir lassen den jetzt erst einfach mampfen. Der kriegt ja gut was dazu jedes Mal. Ich finde das eigentlich ganz gut, so wie es ist. Er kriegt 36 plus Level. Geil. So, den tüten wir jetzt erstmal ein. Wow! Atombombenangriff! Schnell weg hier! Was zur Hölle? Da ist der ganze Krater explodiert. Habt ihr es gesehen? Seht euch das an. Artefacto the Great. 2 Millionen Leben. Hat einen Zylinder auf. Fire Griffin. Ist das wegen dem alles explodiert? Zylinder gleich Boss. Das ist ein Boss? Nee, der hat doch hier nicht alles explodieren lassen, oder? So, den Ankylo packen wir erstmal hier rein. Der hat also kaum was in Angriff gekriegt, ne? Aber egal, den brauchen wir sowieso nur zum Farmen. Jetzt ist die Frage, wo hole ich mir am besten einen Agentavis? Also ich habe hier auch Hammelfleisch, das kann ich nehmen, um den zu zähmen. Aber ich muss halt jetzt gucken, dass ich am besten schnellstmöglich irgendwo an den Agentavis rankomme. Dann tue ich zumindest jetzt meinen Farm schon mal ordentlich steigern. Weil dann kann ich nämlich einen Dödi oder einen Ankylo dran kloppen an den und kann hier die Sachen abfarmen. Jetzt zähmen wir erstmal die Mastsau. So eine richtig schöne Mastsau. So, den Fiomia haben wir jetzt auch eingetütet. Können wir uns direkt weiter auf den Weg machen hier. Jetzt brauche ich wirklich nur noch einen Dödi und einen Agentavis eigentlich. Dann habe ich erstmal alles, was ich so zum Farmen benötige, beisammen. Ist halt nur die Frage, wo ich sowas herkriege, ne? Gucken, ob wir hier irgendwo... Oh. Da ist irgend so ein Flammenvieh. Direkt los. Direkt Vollgas geben. Irgendetwas mit Flammen getriggert. Oh, das sieht aus, als wenn da Agentavis rumfliegen. 145er Agentavis. Die Frage ist, wo kann ich den am besten mir legen, um den zu zähmen, ne? Ich glaube, ich ziehe den bis an meine Base. Der muss eh erstmal ein bisschen healen. Rein in die Höhle. Den kriege ich. Zack. Easy going. Agentavis in der Cave liegen. Noch einfacher geht's nicht. Ein 145er Agentavis, Leute. 24 in Gewicht, 31 in Sauerstoff und 32 in Essen. Naja, vielleicht haben wir ja Glück und die Extra-Level ziehen noch. Ich mach mal so. Da sollte der jetzt relativ schnell sogar getamed werden. Na, der verliert jetzt schon sehr gut Food. Das haut gut rein, ey. Mit den 200 Food. Okay, der ist jetzt schon auf der Hälfte. Ich glaube, den werde ich jetzt instant fertig machen direkt. Und er kriegt 69 plus Level. Zack, wir haben den Agentavis gezähmt. 45 in Sauerstoff. Ich dreh durch. Der ist so ein U-Boot geworden. Er ist einfach ein komplettes U-Boot geworden. Das darf doch nicht wahr sein. So, was. Das Einzige, was wir jetzt nur noch brauchen, ist halt ein Dödi, ne? Der ist noch, der fehlt noch. Also, wenn ich noch einen Dödi jetzt kriege, dann ist geil. Dann haben wir eigentlich alles, was ich so für meinen Farm-Stuff brauche. Und dann können wir langsam aber sicher schauen, dass wir dann in Richtung Gewächshaus und vollen Base-Ausbau gehen hier. Den Dödi werden wir jetzt auch noch schön ranholen hier. Da müssen wir jetzt nur noch Narkotik reinlegen, dann haben wir es eigentlich schon fast so weit. Dann haben wir dem nämlich jetzt das reingelegt hier und dann kann ich dem jetzt schön zwischendurch Narkotik geben. Dann sind wir auf dem besten Wege. Dann haben wir auch einen Dödi. Dann haben wir alles, was ich zum Farmen brauche, beisammen. Wir haben dem jetzt gerade einen Dings gegeben, dass er 200 Mal so schnell sein Food verliert.
Und jetzt ist der so ausgehungert, dass der durchgehend am Essen ist. Der wird auf jeden Fall jetzt fertig werden. Das Projekt nimmt auf jeden Fall ordentlich an Fahrt auf. Was ich sehr, sehr, sehr feier. Bam! Dirty, erfolgreich gezähmt. Let's go! Dann würde ich mal sagen, hauen wir jetzt den Dödi hier auch noch raus. Und dann kann ich jetzt anfangen, richtig geil Stein und alles zu grinden, um damit die Base ordentlich auszubauen. Wir kommen hier extremst gut voran aktuell. Bam. Und dann werden wir in Kürze auch noch das Gewächshaus bauen und dann kann es losgehen mit dem ganzen Kibbel, den ich produzieren muss. 9.500 Steine knapp gefarmt. Das macht der locker flockig, das juckt den gar nicht. Das geht so schnell, wenn du den hier unten dran klemmst. Da können wir gleich schon hunderte von den Foundations ohne Probleme craften. Damit werden wir die Base jetzt sauschnell ausgebaut haben. Ziehen wir jetzt alles hier rein an Stein. Stein. Zack. So, und dann Strukturen. Stein. 100. 200. Das geht ruckzuck. 211 von den Foundations tun wir jetzt craften. Da können wir gleich einen riesen Ausbau in der Base mitmachen. Wie häufig kriege ich solche XP-Potions? Ich würde ganz gerne mal hier diesen großen einfach dem Agentavis geben, um zu sehen, wie viel so ein Potion eigentlich gibt. Test es mal. 41 Level! What? Ey, das hat sich ja richtig gelohnt. Also den leveln wir jetzt noch ein bisschen auf Ausdauer. So, jetzt hat er 2000 Ausdauer und der Rest kommt in Gewicht. Bam! Perfekt. Die heben wir auf jeden Fall mal auf. Die lohnen sich ja richtig, die XP-Potion. Die ersten 75 Dinger werden wir jetzt verbauen direkt. Ich glaube, ich konnte hier hinten noch austauschen oder war hier alles aus Stein schon? Ne, hier ist jetzt alles aus Stein schon gewesen. Sehr geil. Ist jetzt die Frage, ja? Ah, ich mach's lieber so. Ich glaube, so sind wir gut dabei. Zack, zack, zack. Das sieht gut aus. Dann haben wir hier alles nämlich so gut wie ready. Und dann kann ich hier drinnen mit dem großen Ausbau beginnen von meiner Base. Wir müssen auch noch ein Giant Behemoth Gate oder besser so gesagt sogar zwei bauen. Ich will ja mit zwei Stück meine Höhle absichern hier. Ich bin sogar am überlegen, ob ich da nicht sogar welche aus Metall oder sogar Tech später hinbauen sollte. Wenn dann mal irgendwann was Gefährliches kommt, keine Ahnung. Nicht, dass mir das instant alles hier zerlegt. Perfekt, wir bauen jetzt erstmal weiter hier um diesen See. Oh. So. Die Steine tue ich jetzt auch nochmal abreißen. Aber die spawnen sowieso wieder nach. Macht gar keinen Sinn. Ich denke mal, da werden wir noch mit einer weiteren Farmtour dann den Rest fertig kriegen. Da muss ich einmal nochmal richtig Stein ranholen. Na, jetzt hat er auch schon alle durchgecraftet. Dann setzen wir noch die letzten 18 Stück hin. Aber wir sind jetzt schon fast hinten am Gang, wo es hier in die Höhle reingeht. Also, da sind wir sehr gut dabei. Also, wir haben echt guten Progress gemacht. Bin ich mehr als zufrieden mit. Mit der nächsten Farmtour werden wir den Rest hier fertig kriegen. Und dann können wir uns um den Ausbau der Base kümmern. Und damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen, liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Und nicht vergessen, abonnieren und Glocke aktivieren, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt von Primal 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.